Hi, wir sprechen heute über das stärkste Bild der Season 4, Minion Necro. Zudem zeige ich euch zwei Varianten und erkläre euch alle Pros und Kontras. Ich bin DJ und heute dreht sich alles um den Totenbeschwerer und seine Minions. Auf der Habenseite haben wir bei beiden Builds, dass sie einfach zu spielen sind, beide extrem hohen Schaden haben und beide Builds benötigen keinen Boss-Dagger für den höchsten Damage-Output. Auf der Gegenseite haben wir hingegen die schlechte Minion-KI, dass die Ausrüstung sehr teuer ist und dass man den Playstyle mögen muss. Die beiden besten Varianten sind der Golem-Necro, der auf hohem Burst-Schaden mit seinen Golem setzt, oder ihr fokussiert euch auf eure Skelett-Mages für eine DPS-Variante. Beide Builds nutzen fast die identischen Mechaniken, um ihre Minion zu buffen. Allerdings ist beim Golem-Necro das Timing wichtig, ansonsten geht euer gesamter Schaden verloren. Ich erkläre euch beide Builds anhand von der Mage-Variante, werde aber einen Link zu beiden Builds unten in der Videobeschreibung verlinken. Zudem erwähne ich auch immer die Unterschiede an den passenden Stellen. Kommen wir auch nun schon zu den Skills im Schnelldurchlauf. Basis-Skills benutzen wir in beiden Builds nicht. In der Mage-Variante haben wir Platz für Pest, weil wir selber den Golem nicht mitnehmen. Beide Builds nutzen auch den Blutnebel für eine erhöhte Crit-Chance und natürlich für die Immunität währenddessen. Beide Builds nehmen ebenfalls die passiven Skelett Warrior Mastery mit und vor allen Dingen auch Skelett Mage Mastery. Diese ist natürlich bei den Mage Build noch wichtiger. Zudem nutzen beide den Fluch, um die Cooldown zu reduzieren. Für eine erhöhte Crit Chance nehmen wir weiterhin auch die Corpse Tendrils mit. Die passive Gloom ist die zweitwichtigste Passive im Skelett Mages Build. Im Golem Build nutzen wir diese gar nicht. Dafür nutzen wir die Golem Mastery. Die wichtigste Passive bei beiden ist der Hellband Commander. Dadurch verursachen eure Minions mehr Schaden, solange ihr dicht bei ihnen seid. Dazu später mehr, denn die sorgt bei einem Build noch für ein großes Problem. Und beide Builds benutzen Army of the Dead, weil wir dadurch mit einem Aspekt auf unserem Equipment extrem hohen Schaden verursachen. Zudem nutzen wir bei beiden Builds auch die Shadow Blight Passive. Wenn wir oder unsere Minions 10x Schattenschaden an einen Gegner verursachen, erhalten wir einen Buff, der unseren Schaden erhöht. Dies kombinieren wir noch mit einem weiteren Aspekt. Nun zum Buch der Toten. Wir nutzen in beiden Builds die Skelett Warrior Reapers und zwar die zweite Passive, da wir dadurch beide Passiven erhalten. Im Mage Build nutzen wir die Mages, die einen weiteren Schuss alle drei Schüsse verursachen. Im Golem-Bild nutzen wir die Damage-Erhöhung für jeden aktiven Skelett-Mage, da diese sich auch auf unseren Golem auswirkt. Im Mage-Bild opfern wir natürlich den Golem, während wir im Golem-Bild den Blut-Golem nutzen. Dieser gibt uns den meisten Schaden. Kommen wir nun zur Ausrüstung. Bei dem Aspekt nutzen wir fast die identischen, mit einer Ausnahme. Und zwar beim Skelett-Mages-Bild können wir Tyrells Macht nutzen. Diese erhöht unsere Überlebensfähigkeit aufgrund der Maximum Resistance. Leider können wir diese nicht im Golem-Bild nutzen, da wir den Wert Ranks to Golem Mastery unbedingt benötigen, denn diese erhöht unseren Schaden enorm. Solltet ihr Tyrells Macht noch nicht besitzen, könnt ihr stattdessen den Aspekt Hardened Bones nutzen, denn dieser gibt euch und euren Minions 25% Schadensreduktion. Kommen wir nun zu den beiden wichtigsten Aspekten. Auf unserem Amulett haben wir den Aspekt des Toten Generals, denn der gibt uns immer erhöhten Schaden, wenn wir unsere Armee der Toten aktiv haben. Zusätzlich nutzen wir den Schattenseuchen-Aspekt auf unserer Hauptwaffe, denn diese erhöht unseren Schaden um 120% immer für 6 Sekunden, nachdem wir Schattenseuche ausgelöst haben. Kommen wir nun zu den wichtigsten Härtungsunterschieden. Bei den Härtungsunterschieden nutzen wir natürlich im Skelett Mages Bild Schaden zu Mages und im Golem Bild erhöhen wir natürlich unserem Golem Schaden. Im Golem Bild ist der große Nachteil, dass wir auf unserem gesamten Schmuck neben dem Schaden zu Golem auch unseren aktiven Cooldown von unserem Golem reduzieren müssen. Das müssen wir im Mage Bild nicht, denn unsere Mages haben keinen Cooldown. Dadurch können wir den Cooldown unserer ultimativen Fähigkeit Armee der Toten weiter reduzieren. Das zusammen mit dem Fluch Decrepify reicht uns aus, um im Mage-Bild Armee der Toten fast zu 100% aktiv zu haben, vor allem im Bosskämpfen. Während wir im Golem-Bild auf unserer Brust Ranks to the Golem Mastery benötigen,
nutzen wir, wie schon gesagt, im Magespiel Tyrells Macht. Allerdings haben wir auch zwei Möglichkeiten, unsere Mage Mastery weiter zu erhöhen. Und zwar einmal auf unseren Handschuhen und auch auf unseren Hosen. Dadurch haben wir gleich zwei Möglichkeiten, im Vergleich zum Golem-Bild unsere passive Mastery für die entsprechenden Minions zu erhöhen. Kommen wir nun zu den wichtigsten Stats. Neben der Erhöhung zu unseren Ranks Gillette Mages im Mage-Bild oder Ranks to Golem Mastery im Golem-Bild benötigen wir auch in beiden Builds Ranks to Hellbent Commander, denn diese Passive erhöht unseren Schaden der Minions immer dann, wenn wir uns in der Nähe dieser Minions befinden. Zusätzlich benötigen wir auch Attack Speed, denn diese benötigen wir für eine Node im Paragon Board. Dazu komme ich aber gleich noch. Des Weiteren sei auch gesagt, dass die Corpse Tendril Size auf 100% gecapped ist. Solltet ihr die 100% erreicht haben, könnt ihr zum Beispiel auch Flucherhöhungen nehmen oder auch den Radius eures Fluches vergrößern. Allerdings priorisiert immer Corpse Tendrils. Dieser sollte auf jeden Fall 100% erreichen. Kommen wir nun zu unserem Paragon. Hier möchte ich nicht genau drauf eingehen, weil sind wir mal ehrlich, ihr werdet euch das Paragon anschauen und genau nachskillen. Beziehungsweise, ihr könnt natürlich auch eure eigenen Anpassungen vornehmen. Allerdings möchte ich euch die wichtigsten Nodes vorstellen. Und zwar ist das zum einen mal Kultleader, denn diese bewirkt, dass eure Minions 30% mehr Schaden verursachen für jede 20% Attack Speed Bonus, die ihr habt. Bis zu einem Bonus von 100%. Zusätzlich ist auch die Legendary Note Fleischfresser extrem wichtig. Denn immer, wenn ihr 5 Leichen verbraucht, erhaltet ihr für 6 Sekunden einen 40% Damage Buff. Dieser zählt natürlich auch für eure Minions. Natürlich unterscheiden sich auch die beiden Builds im Paragon enorm. Im Golem-Bild zum Beispiel müssen wir unbedingt die Hulking Monstrosity mitnehmen. Denn diese erhöht unseren Schaden des Golems um 100%. Unsere Combo starten wir, indem wir einen Skelettpriester beschwören. Dieser bufft uns und somit unsere Minions enorm. Zudem verbrauchen wir dadurch gleichzeitig eine Leiche. Sobald wir 5 Leichen verbrauchen, erhalten wir 40% Damage Bonus von dem Fleischfresser Paragon Passive für ganze 6 Sekunden. Zusätzlich stacken wir auch unsere Schattenseuche auf 10 für zusätzlichen Schaden mit dem Schattenseuchen-Aspekt. Gefolgt von Armee der Toten. Der Aspekt des Totengenerals erhöht hier unseren Schaden enorm und genau jetzt muss in der Golem-Variante der Golem losgeschickt werden für einen extremen Damage-Burst. Denkt daran, dass ihr selbst ebenfalls in den Nahkampf müsst, da euer Golem ansonsten die Hellbent Commander-Passive verliert. Bleibt also immer in der Nähe eures Golems. Die Mage-Variante muss sich darum keine Sorgen machen. Wir staggern dieselben Buffs, allerdings benötigen wir kein besonderes Timing, weil die Mages immer kontinuierlichen Schaden verursachen. Zudem müsst ihr nicht in den Nahkampf, sondern müsst euch lediglich in der Nähe eurer Magier aufhalten. Ob ihr in der richtigen Entfernung steht, seht ihr daran, dass die Hände eurer Skelett-Magier aufleuchten. Ein besonderes Leuchten in den Augen erhalte ich, wenn du jetzt den Abonnier-Button drückst, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.